Also zum einen ist es einfach nur übertrieben nervig, wenn man hier andauernd cuttet. Weil es macht einmal, ich denke mal, es ist nicht so schön anzusehen. Weil es meine Let's Plays das überhaupt sind. Übrigens sieht der Drache ziemlich cool aus. Ob der schon von Anfang an hier liegt. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, es ist nicht so cool anzusehen, wenn permanent diese Pausen kommen. Zum anderen macht Fraps dann immer so eine ekligen Cuts, also dann habe ich immer so einen 1-Minuten-Block oder so. Das ist ja immer ziemlich kacke beim Zusammensetzen. Ja, und generell ist es kacke. Das reicht. So, wir haben jetzt alles im Fall. Jetzt gehen wir mal zu Gandora. Gucken mal, was passiert. Ob das Game denn zu Ende ist, ob es weitergeht oder sonst irgendwas. Man weiß es nicht. Also ich jedenfalls nicht. Moment. Ich glaube, ich habe noch so eine Dinger. Wie sahen denn die Blitzteile aus? Hier haben wir nur einen 20er. Hier haben wir noch einen 10er. Quarz. Ansonsten sind das hier ein Granat. Oh, sexy. Rubintrank haben wir auch noch nicht. Cool. Machen wir jetzt nur noch Rubintrank. Flup, 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 flup. Rubintrank. Den kippen wir uns auch direkt noch rein. Weiß gar nicht, ob diese Elementarresistenzen überhaupt funktionieren. Ich meine, ich habe generell keine Ahnung, ob die Rüstung im Spiel funktioniert. Da kommt teilweise ein Gegner und fickt einen mit einem Schlag kaputt. Oder es kommt halt ein Gegner, genau vom selben Typ, der gar keinen Schaden macht. Man hat in dem Spiel echt keine Möglichkeit, das irgendwie zu identifizieren. Falls doch, weiß ich es nicht. Und ich spiele das schon lange genug, dass man das eigentlich irgendwie mitkriegen sollte. Da ist ein Pilz. Ein Pilz. Ein Tupfen-Käppling. Das wusstet ihr nicht, dass es ein Pilz ist. Hallo Hase. So, Gandora steht da unten irgendwo. Gucken, ob die Meldung sich geändert hat. Natürlich nicht. Ihr seid fantastisch. Gebt mir einfach dieselben Meldungen. Gehen wir ein bisschen auf Abstand, machen hier nochmal ein Save. Andauernd speichern. Let's Play speichern. Hey. Du bist zurück. Hast du alle Teile des Relikts? Ja, ich habe alles. Na, willst du einen Blick auf das gute Stück werfen? Ja, klar, dann klaut er mir das. Ne? Darf ich nochmal sammeln? Ich interessiere mich nicht für das Relikt, aber Reist wird zufrieden sein. Du solltest ihn jetzt auf diesem Platz in Kudina treffen. Aber warte noch einen Moment. Reist möchte, dass ich dir dies hier gebe. Was soll das? Soll ich mich etwa verkleiden? Es wird zu großen elektrischen Entladungen kommen. Du solltest kein Metall bei dir haben. Diese Kleidung ist aus Leinen. Darin bist du sicherer als in deiner üblichen Kleidung. Wirst du während des Rituals dabei sein? Das werde ich. Warum fragst du? Du hast einmal gesagt, dass du dich Kira verbunden fühlst. Ich muss dich nun um etwas bitten. Wenn ich dadurch nicht zum Verrat gegenüber Reist gezwungen werde, woran hast du gedacht? Du und sonst niemand soll Kira zu mir bringen, wenn es soweit ist. Du traust wohl niemanden, was? Ich habe keine Veranlassung, irgendjemandem zu trauen. Geht in Ordnung. Du kannst dich auf mich verlassen. Wir sehen uns dann in Kudina. Leb wohl. Wir haben eine Abmachung. Lass Kira frei. Wir werden sehen. Zeig mir das Relikt.
Erst Kira. Oder du siehst das hier nie wieder. Du machst einen großen Fehler. Bringt sie her! Ihr könnt es haben, das Relikt, aber wir gehen jetzt. Versucht nicht, uns aufzuhalten. Da wäre noch eine Kleinigkeit. Euer Aziral interessiert mich nicht mehr. Macht, was ihr wollt, es ist mir egal. Wenn das so ist... Du bist so vorhersehbar und so leicht zu täuschen. Hast du wirklich geglaubt, du hättest die Wahl? Es war hier, genau hier, dass Aziraths Sarg in den Himmel auffuhr vor 300 Jahren. Aber ich wollte, dass du selbst uns hierher führst. Was ist... Kira... Es ist das Schicksal deiner Schwester, der neue Aziral zu sein. Ihre Seele ist nun stark genug, diese Bürde zu tragen. Wir mussten nur dafür sorgen, dass die bei eurer Geburt getrennten Seelen zur rechten Zeit vereint würden. Nun wirst du verstehen, warum wir euch beide hier brauchten. Was wird mit dir geschehen? Keine Sorge. Sie ist in besten Händen. Was soll jetzt aus ihm werden, Meister? Er ist stark. Bis morgen wird er durchhalten. Aber wir haben jetzt keine Zeit. Gehen wir. Wir müssen mit dir reden. Geht es dir besser? Mir ging's selten so gut. Wer bist du? Mein Name ist Balor. Wir sind auf der Suche nach Reist und seinen Leuten hierher gekommen. Da haben wir dich gefunden. Seid ihr auch hinter Aziral her? Dann kommt ihr zu spät. Das habe ich schon gemerkt. Wir wussten, dass Reis nicht der wirkliche Drahtzieher ist. Wir hatten gehofft, du würdest uns zu dem Richtigen führen, aber das war ein Irrtum. Es ist Gandohar. Dieser Bastard hat mir vorgemacht, dass er auf unserer Seite steht. Und er war verdammt überzeugend. Gandohar, der Söldner? Ah, ich sehe schon, die Weisen haben dazugelernt. Bisher haben sie sich immer irgendwelche Schwachköpfe ausgesucht, die wir einfach finden konnten. Aber Gandohar hat nie meinen Verdacht erweckt. Wer sind diese Weisen? Auch Gandohar hat von ihnen gesprochen. Es sind Götter auf der Suche nach einem neuen Machtkreis. Und jetzt haben sie Aziral als Anker gefunden, dank deiner Hilfe. Warum habt ihr mich nicht aufgehalten, wenn es so wichtig war? Ich sagte doch schon, wir wollten, dass du uns zu dem mysteriösen Drahtzieher führst. Das ist leider fehlgeschlagen. Nun müssen wir uns um die Folgen kümmern. Sicher keine leichte Aufgabe. Um Gandohar werde ich mich selbst kümmern. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Ich bezweifle, dass du es schaffst, in seine Festung einzudringen.
Das Ödland um Osvaro ist voller Untoter. Und die Energie aus Azirals Grab hat außerdem einen magischen Wall um die Festung entstehen lassen. Hast du dieses Zeichen am Himmel bemerkt? Wir hatten ja nicht die leiseste Ahnung, mit welchen Energien die Zwerge den Sarg versiegelt haben. Ehe das Pentagramm nicht verschwindet, ist die magische Barriere um Azirals Festung unüberwindlich. Dann werde ich mich eben um das Pentagramm kümmern. Das Zeichen scheint in den schwarzen Turm verankert zu sein. Es ist nur eine Vermutung, aber vielleicht muss man nur einen Verankerungspunkt lösen, um das ganze Gebilde zu zerstören. Ich werde es herausfinden. Wo liegt der nächste Turm? Östlich von hier. Geradewegs auf dem Weg nach Osvaro. Du willst es wirklich wagen? Soll es ein Versuch sein, mich aufzuhalten? Nein. Aber wenn du scheiterst, nehmen wir die Sache in die Hand. Und dann sieh besser zu, dass du aus der Schussbahn bleibst. Okay. Das war überraschend. Ganz ehrlich. Mein Reist ist nicht der Böse. Also er ist doch der Böse, aber nicht der Chef. Unsere Schwester haben wir trotzdem nicht wiederbekommen. Aber immerhin sind die komischen Typen hier mit den Masken und so wirklich gut. Also das hatte ich ja schon gecallt. Da hatte ich gesagt, hey, das sind doch garantiert die Guten. Ja, wie dem auch sei. Wir müssen jetzt unter dem Turm. Das denke ich mal, das können wir jetzt noch machen. Wow, das Ding ist fucking groß. Das sah im Video nicht so groß aus. Läuft überhaupt? Ja, Aufnahme läuft noch. Das ist schön. Auf jeden Fall, ich muss sagen, das war jetzt echt schon so eine Art Wendung. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so kommt. Ist jetzt nur natürlich noch die Frage, was noch alles passiert. Also wie das Spiel jetzt noch in Länge gezogen wird und so. Was man da noch machen kann. Keine Ahnung. Wenn das war überraschend genug. Wir gucken jetzt einfach, was auf uns zukommt. Und ob das Spiel jetzt gut wird oder scheiße. Ich hoffe, es wird gut. Da hinten ist auf jeden Fall ein Turm. Da ist ein Turm. Aber immerhin haben sie es so gemacht, dass die Dinger auch zu den Türmen gehen. Das ist natürlich schon so ein bisschen interessant. Komisch natürlich, dass ich meine Rüstung wieder anhab, obwohl ich davor so eine Robe anhatte. Und geil, dass es hier keinen Teleporter gibt. In der Nähe von der Kackstadt. Gibt doch bei jeder Stadt einen Teleporter, warum hier nicht? Warum gibt es hier keinen fucking Teleporter? Muss man erst nach Windbreak latschen. Ist aber jetzt natürlich für mich auch ein bisschen befriedigend, insofern, dass ich jetzt endlich weiß, wofür die komischen Türme da sind. War irgendwie, man kommt da vorbei, die Gegenwehr da ist irgendwie auch nicht so stark. Ein paar Nekromanten immer. Okay. Die hau ich kaputt und dann ist gut. Aber so fügt sich das jetzt alles allmählich zusammen. Ist jetzt nur noch die Frage, ob Gandor wirklich der richtige Böse ist, oder ob dann noch was anderes passiert. Ob Azirael der Endgegner ist. Vielleicht stirbt unsere Schwester. Vielleicht kriegen wir sie. Ich weiß es nicht. Weil im Prinzip haben sie jetzt ihr Ritual durch. Theoretisch müssten sie die Orle jetzt nur abstechen und hätten dann ihren Typen da. Oh Gott, was das ist. Hallo Tiergeist. Schön, dich zu sehen. Aber ansonsten hat sich in der Welt anscheinend nicht viel geändert. Er sitzt hier ganz gechillt rum. Hätte ja sein können, dass die Leute jetzt alle tot sind oder so. Kaltbach, Teleport. Nee, ein höher. Ja, Clownturm. Mensch, das hätte ich vorher lesen können. Und schauen wir nochmal. Die hängen immer noch so gechillt rum. Er hier sitzt ein bisschen in der Luft, liegend. Lol. Jetzt zieht der Geist erstmal sein Schwert. Will er mich abstechen? Der stirbt direkt. Noch ein Geist.
Wow, Level hat durch Kackgeist. Ich meine, jetzt darf ich hier mal hoch. Hier haben wir diesen Teleporter. Wächter des Pentagramms. Der sieht heftig aus. Wir speichern mal. Können wir mit ihm reden? Ja, speichern bitte. Lol. Wow. Zwei Skillpunkte. Der war ja nicht mal ansatzweise heftig. Und die Rüstung krieg ich auch nicht. Ich will endlich so ein Kleid haben. War's das schon? Wow, das war ja auch simpel. Jetzt die Frage, gibt's auf jedem Turm jetzt so einen Typen? Das wären immerhin ein paar Punkte und so. Befreie Kira. Gandoras Festung. Dann ist das hier Gandoras Burg. Warum hat... Das fällt doch total auf. Ich meine, er ist angeblich ein Söldner, aber hat eine riesige Burg mit einem Pentagramm. Obendrauf, oder weiß nicht, sieht auf der Karte so aus. Nein, das fällt nicht auf. Keineswegs. Nein. Behindert. Ich meine, gut, vielleicht sind die Menschen in dem Spiel nicht so gebildet wie ich. Ich meine, ich bin nur auch nicht der Schlauste, aber wenn ich so eine riesige Burg sehe, die auf meiner Landkarte als Pentagramm eingezeichnet ist, und der Typ permanent mit so einem schwarzen Anorak rumrennt, dann würde ich mir auch schon mal so ein bisschen Gedanken machen. Ja, nur so ein bisschen. Sogar ein kleines bisschen. Naja, wie dem auch sei. Ich meine, das reicht für heute. Dann werden wir mal gucken, dann schnappen wir uns beim nächsten Mal Gandoha und schauen mal, ob das Spiel denn vorbei ist oder nicht. Ich hoffe, es wird spannend. Ich meine, diesmal war der eine Part ja immer ein bisschen spannend. Storytechnisch und so. Deshalb seid dabei, wenn es weitergeht mit Two Worlds. Bis dann, ich bin Robin. Ciao.